Wollt ihr mit dem Zug, mit dem hier zum Beispiel, der hier gerade im Wartungsmodul ist, wollt ihr mit dem nach Amerika und Europa flitzen, dann habt ihr hier die Gelegenheit in diesem wunderschönen Spiel Railway Empire 2. Ich würde sagen, wir schauen es uns gleich mal an. Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo, willkommen zu Weiterspielen, dem Format, in dem ich euch Spiele vorstelle und euch um mich frage, ob ich diese weiterspielen soll. Heute schauen wir uns Railway Empire 2 an. Und das beschreibt Steam folgendermaßen. Stelle als gerissener Unternehmer die Weichen für ein aufstrebendes Unternehmen im frühen 19. Jahrhundert und entwickle es zu einer florierenden Eisenbahngesellschaft. Das Spiel kam raus im Mai 2023 und ich habe den Key zur Verfügung gestellt bekommen. Also vielen Dank an Calypso in dem Fall, die als Publisher fungieren. Entwickler Gaming Mind Studios. Rezensionen aktuell bei ausgeglichen, also unter 70%. Und es ist ein Vollpreistitel, also für 50 Euro gibt es das aktuell bei Steam. Ich würde sagen, wir schauen mal, ob ich einen Trailer finde. Und dann klären wir alles andere rund ums Spiel und worum es denn da so geht. So, und da sind wir auch schon im Spiel drinnen. Wir schauen gleich mal in die Optionen rein, was wir denn alles so auswählen können. Und da sind auf jeden Fall einige Dinge drinnen. Angefangen von Gameplay, über die Steuerung, dann haben wir die Darstellung. Interface habe ich übrigens größer geschalten. Immer angenehm, wenn sowas möglich ist. Daumen nach oben. Dann Grafik und dann auch noch Audio. Passt? Ich würde sagen, wir gehen auf ein neues Spiel. Wir nehmen ein freies Spiel vielleicht. Kampagne, freies Spiel. Und bei den Karten haben wir entweder zur Verfügung alle Karten. Nordamerika, Europa gibt es auch. Genau. Und können uns dann dort frei entscheiden, wo wir uns denn hinsiedeln wollen. Nordamerika würde meiner Meinung nach ausreichen. Ich bin großer Fan von Amerika. Könnte mir vorstellen, dass wir darauf gehen nach Seattle. Glaube ich relativ schwer, weil es große Höhenunterschiede gibt und weil das zudem sehr deplatziert liegt. Also nicht mitten wo drinnen, sondern halt eben so ein bisschen abseits. Aber ich mag Seattle ganz gerne. Startjahr machen wir 1830 und dann machen wir Go. Dann haben wir die Charakterauswahl. Wir haben den Ingenieur, Halber Valvoric, Valvoric Train und VLTR. Habe ich schon mal eingestellt in einem kleinen Angespielten, wo ich mir das einfach mal kurz angeschaut habe. Die Lokomotiven benötigen weniger Wartung, es gibt niedrigere Kosten für Gleise, Tunnel und Brücken, aber der Nachteil ist, Bonus durch Expresszüge beträgt 5% statt 10%. Dann haben wir noch den Gangster, der hat auch andere Vor- und Nachteile, übrigens sehr cool gemacht hier mit diesen ganzen Vorschaubildern, das sieht echt sehr idyllisch aus, generell mega Grafik. Ja, sieht ein bisschen aus wie Tom Cruise, der Kollege hier. Dann die Unternehmerin, es ist das blonde Püppchen hier. Gehen wir es vielleicht ganz kurz noch durch.
Da haben wir 20%ige Chance auf Erstattung der Kosten einer Auktion. Kann Fabriken von Stadt ohne Auktion erwerben, aber 30% höhere Kosten für Gleise, Tunnel und Brücken. Sie hat eine höhere Effizienz des Personals und der Bonus durch Expresszüge beträgt mehr. Wartungen sind aber langsamer. Und dann haben wir den Professor, der hat weniger Kosten einer Auktion. Alle Lokomotiven sind um 60% günstiger, aber 15% weniger Einnahmen durch Passagiere und Post. Dann der General, der hat 10% höhere Einnahmen durch Fracht und Post, 30% niedrigere Gleisbaukosten, aber 30% höhere Kosten für Tunnel und Brücken. Dann die Dame. Aufwerten von Fabriken und Landbetrieben ist 30% günstiger, alle Neubauten innerhalb einer Stadt sind 50% günstiger und Personal kostet 15% mehr. Und dann sind wir wieder beim Ingenieur und den werde ich nehmen. Gehen wir noch weiter. Dann kann man hier noch alles Mögliche einstellen. Entweder man macht einen vorgefertigten Schwierigkeitsgrad oder kann dann nochmal einstellen, kann sagen, was weiß ich, ich hätte gerne ein anderes Startkapital, 1 Million, 2 Millionen, 3 Millionen haben wir. Konkurrenten könnte ich aussuchen, wie viele ich haben möchte, bis zu 3. Machen wir vielleicht mal 2, Stärke der KI, machen wir auf normal, Fusionen an, Aufgaben etc. Ich lasse das jetzt mal so drinnen. Städtegründung auch immer cool. Ich mag es immer ganz gern, wenn sich neue Städte entwickeln. Passt. Spiel starten. Let's go. Und das Spiel lässt sich vergleichen mit zum Beispiel Transport Fever 1 und 2 oder Train Fever. Wenn euch diese Art von Spiel gefällt, mir auch. Ich habe da ein langes, riesiges Let's Play gemacht, gemeinsam mit dem Ando. Liebe Grüße an der Stelle, haben wir uns, da labert mich ja voll, haben wir uns Transport Fever 1 und 2 in einem ausgiebigen Let's Play angeschaut. Ja, und jetzt habe ich das bekommen, das Spiel, und das ist halt mega nice, weil auf der einen Seite, dass ich mal einen Vollpreistitel kriege, ist echt krass, also das hat mich mega überrascht. Auf der einen Seite von Calypso. Und auf der, weil Calypso und ich, wir sind jetzt nicht so die closesten Friends, wenn man sich anschaut, welche Spiele da gepublished wurden und dass die halt manchmal in einem nicht so guten Zustand waren. Aber wirklich krass, ein Vollpreistitel und dann auch noch wirklich in eins, so ein tolles Spiel, was, wo ich auch selber Bock habe und was ich mir auch selber gekauft hätte. Weil ich mag das einfach, dieses Thema, dieses mit den Zügen irgendwo herumtuckern und alles so über die Schiene regeln, ist eine coole Geschichte. Und dann auch noch diese Hammer-Grafik hier. Ihr könnt da überall reinschauen und können richtig schön reingehen, hier in Reading zum Beispiel. Und okay, das muss ich noch ändern. Es zoomt alles sehr schnell. Aber wir können halt da wirklich krass reinzoomen und uns halt wirklich alles anschauen. Da werden irgendwelche Wäsche-Dinge getrocknet. Das ist krass. Und geht man wieder raus und sieht halt, wie die Landschaft beschaffen ist. Da sieht man die coolen Canyons, die Klüften, die Kluften und so weiter. Das ist halt Hammer. Da drüben müssten die ganzen Mangrovenbäume sein, bei Tampa in der Gegend. Genau da. Wieder komplett anderes Klima. Da haben wir diese ganzen Sümpfe. Da müssten dann die Mangroven sein. Weiß nicht, ob die drinnen sind. Diese riesen krassen Bäume. Haben sie gar nicht drinnen. Drüben Chicago. Auch eine sehr schöne Gegend. Da hatte ich mal einen kleinen Roadtrip gemacht da in der Umgebung. In New York. Richtig, richtig nice. Das hat richtig viel drinnen. Wir waren drüben bei den Niagara-Fällen. Das heißt, wo war das? Hier irgendwo. Geografie-Genie. Also ja, nice. Richtig schön. Kurz zusammengefasst, richtig schön. Okay, dann schauen wir mal, was wir hier machen können in unserem schönen Seattle. Die Space Needle gibt es da noch nicht. Skandal. Es gibt den Sitz vom Balboric Train.
unsere Daten des Unternehmens, Quartalsbericht, die Konkurrenten haben wir den Barty und die Madam C. Ward. Bankgeschäfte und die Statistik. Da haben wir eine Fleischindustrie, die gehört uns offenbar. Errichtet im Privatbesitz, genau. Seattle errichtet den ersten Bahnhof in einer Stadt und es gibt den Bedarf an oder die Produktion von Fleisch. Genau, Produktion von Fleisch. Deswegen ist dieses Fleischsymbol, glaube ich, hier. Gut, und jetzt können wir so nach und nach auf der einen Seite Fabriken kaufen und dann anschließen mit unserer Eisenbahn und wir können Städte anbinden. Es gibt auch immer wieder Belohnungen, wie hier zum Beispiel, da gibt es eine Anschlussprämie, noch 139 Tage und wenn wir das machen, dann gibt es hier satte 112.000 und hier hätten wir, was für eine Fabrik? Gebäude kaufen, errichtet im Jahr, produziert Zucker. Die produzieren Zucker. Zucker, Zucker, Zucker. Haben wir sonst irgendwas in der Nähe? Nach Spokane, boah, 336.000 sogar, krass. Da hätten wir wiederum Güter. Das sieht sehr nach Getreide aus. Mais. Portland. Portland ist so das nächste logische Schritt. Nach Eugene 510.000, auch nicht schlecht. Also, das wären so die besten Sachen, die sich auf jeden Fall lohnen, mal so ein paar Städte anzuschließen. Und Spokane haben wir da mit 336. Mal schauen, ob ich das doch ein bisschen gedreht bekomme. Ja, nicht so wie ich möchte. Ich würde nämlich ganz gerne flat drauf schauen, damit ich sehe, was für Höhenunterschiede es gibt. Ich glaube, irgendwo gibt es ein paar Layer, wo man das auch noch einstellen kann. Ja, und es gibt einen Mehrspielermodus, was ich auch cool finde. Das finde ich auch richtig, richtig cool. Mehrspielermodus, dass man dann gemeinsam da loslegen kann. Ja, weil ich eh schon gerade durchklicke, schauen wir uns mal ganz kurz die ganzen Menüpunkte an. Wir haben die Zuglinien, wir haben die Städtelisten. Städte, eigene Betriebe, eigene Bahnhöfe. Wir haben keine Betriebe. Gehört uns nicht da was? Moment, die Fleischindustrie gehört uns doch, oder? Eigene Bahnhöfe haben wir nicht, genau, die Stadtgebäude, okay. Da haben wir drei Stadtgebäude drinnen. Dann die Warenströme. Weitere Anzeigen, Auslastung, Züge, Höhenlinienanzeigen. Ja, das ist ganz brauchbar. Oh ja. Okay, krass. Ja, da haben wir einen tollen Start gewählt. Hier wird es ein bisschen teurer nach Spokane. Da macht Portland mehr Sinn. Wenn wir es irgendwie schaffen, da so entlang des dunkelgrünen unsere Linie zu bauen. Dann haben wir noch das Spielmenü. Wir haben Mehrspieler, Tipps und Tricks, eine Aufgabenliste, wo wir auch kurz drinnen waren. Das Unternehmen nochmal beleuchtet, Forschung. Und was wir da machen können, ist einfach ein bisschen was investieren. Wir haben, wo haben wir das? Wir haben Forschungspunkte irgendwo, genau 200. Und können die jetzt verbrauchen, das kostet 300, das können wir noch nicht machen. Aber wir könnten zum Beispiel eine Sitzpolsterung machen, erhöht die Anzahl der Passagiere in allen Städten mit einem Bahnhof deiner Gesellschaft um 5% oder erhöht die Ticketpreise für Passagiere um 5%. Ich würde sagen, das machen wir mal gleich beides. Schalten wir uns frei. Dann haben wir noch den Lokschuppen und das Personal. Gut, dann schaue ich nochmal ganz kurz bei den Optionen rein, wie es denn mit dem Zoomen ist. Ja, das geht alles sehr, sehr schnell und es wäre ein bisschen cooler, wenn das nicht so der Fall wäre. Zum Invertieren, Scrollen mit Maus, Spieltempo abhängig von Zoom. Pausieren automatisch, okay, nee, gibt es keine Möglichkeit.
Das ist ein bisschen seltsam, dass es da keinen Schieberegler dahingehend gibt. Das wäre nämlich mega praktisch, weil, also der Zoom ist okay, aber was ich ein bisschen krass finde, ist, wie schnell man sich bewegt. Da hat man nicht wirklich die Möglichkeit, hier schön smooth und flüssig durchzugehen, sondern das ist alles sehr ruppig und sehr schnell. Das ist mir beim Anspielen schon aufgefallen. Okay, alles klar. Dann haben wir uns da mal so ein bisschen akklimatisiert und dann werden wir mal anfangen, hier zu bauen. Also, wie geht das Ganze denn? Ich habe es natürlich, als ich es bekommen habe, gleich angespielt, wollte auch gleich aufnehmen. Dann bin ich krank geworden, das heißt, meine Stimme war mega fratze. Sie ist immer noch angeschlagen, sorry dafür. Aber ich wollte auf jeden Fall jetzt mal ein Video dazu machen. Das Spiel ist jetzt doch schon eine Zeit lang draußen. Wir bauen mal einen Bahnhof. Ich kann hier ansonsten nichts auswählen. Das heißt, der generiert den automatisch. Das ist ein bisschen anders als bei Transport Fever zum Beispiel. Gebäude drehen würde ich noch ganz gerne checken, wie das geht. Ah, mit der Shift-Taste. Lesen bildet. Und dann wollen wir irgendwie hier rüberfahren. Weiß nicht, ob wir den Mais auch mitnehmen können oder ob wir das vielleicht dann eher separat machen. Aber wenn wir mal so in die Richtung fahren, ist es eh nicht so schlecht, weil wir müssen ja auch irgendwie entlang dieser Höhenlinie bleiben. Und dann schauen wir mal, wo wir den Bahnhof hinfrachten können. Sollte irgendwie Anschluss an dieses grüne Gebiet haben, was uns ja gehört. Und was jetzt richtig cool ist, was wir gleich sehen werden, wenn wir den bauen, dass sich das Straßenbild oder das Städtebild vielmehr und auch das Straßenbild dann dahingehend adaptiert und anpasst auf das, was wir machen. Das war bei Transport Fever ja zum Beispiel nicht der Fall. Da musste man da selber noch eingreifen und was so oft zum Beispiel mit riesen Abrisskosten verbunden war, wenn man jetzt irgendeine Riesenfabrik weghaut, dann waren das Kosten, die man selber tragen muss und es könnte dann auch sein, dass in der Stadt überhaupt nichts mehr floriert. Das ist hier ein bisschen anders, weil wir werden gleich sehen, wenn ich jetzt das hinballer, dann passt sich die Stadt darauf an und sagt, okay, alles klar, du baust uns da einen Bahnhof hin, na gut, dann deal ich damit und setze diese ganzen Geschichten hier anders an. Auch cool, im Moment haben wir dieses eine Gleis und wir können dann noch mehr dazu kaufen, wenn wir dann das so wollen. Also eine nette Sache. Gut, das heißt, wir haben hier schon mal ein Gleis und dann wollen wir doch nochmal, oder einen Bahnhof vielmehr, und dann wollen wir doch nochmal einen zweiten Bahnhof dorthin packen, wo wir ihn brauchen. Da geht's nach Eugene, da könnte man natürlich gleich weiterfahren. Das wäre eigentlich eine ganz praktische Geschichte. Dann übersehe ich jetzt mal hier die Güter und gehe eher in Richtung Eugene weiter. Das heißt, wir wollen hier relativ straight reinkommen. Können das gerne so drehen. Aber an sich sollte es so passen wie das halt geartet ist hier. Und ich würde gleich da loslegen. Zack, da machen wir einen weiteren Bahnhof. Und wenn wir schon dabei sind, dann nehmen wir Eugene auch noch mit. Das drehen wir noch ein bisschen rüber. Und dann fahren wir da irgendwo, krochen wir da eine bei Eugene. Du musst erst den Bahnhof in Portland mit deinem Streckennetz verbinden, bevor du einen anderen Bahnhof in deiner Stadt errichten darfst. Ah, okay. Fies, das geht ja noch nicht. Das ist ja gemein, das heißt, man kann nicht mehrere Dinge auf einmal machen. Okay. Gleisbau. Wir gehen ins Planungstool von Seattle weg. Und das ist auch nice. Denn wir können auf der einen Seite sagen, wir
bauen es mal daher und erweitern es dann. Oder ich ziehe es einfach gleich durch bis nach Portland. Ich muss noch mal ganz kurz schauen, auf welchen Gleis wir sind. Wir sind auf dem äußersten. Das ändere ich vielleicht noch, weil vielleicht wollen wir Holz irgendwie auch noch anschließen oder so. Und dann wäre es blöd, wenn wir auf dem äußersten Gleis dann schon was hätten. Das heißt, ich nehme hier von mir aus mal das zweite Gleis und das Ganze machen wir dann hier drüben in Portland genauso. Noch hier gehe ich dann auf das zweite Gleis. So, jetzt locken wir das mal ein und jetzt sehen wir, wie es ausschaut. Ich kann es noch nicht bauen, weil ich keine Tunnel in der Länge graben kann. Und es ist ein super Anschauungsobjekt, weil jetzt können wir uns das gleich anschauen, was denn alles so drinnen steckt im Spiel. Das ist richtig nice. Ich kann nämlich jetzt einfach etwas hier schnappen. Ich kann das diese Gleisführung hier anpassen. Ich schnapp das einfach und verschieb's. Und ihr seht schon, dementsprechend ändert sich auch die Zugstrecke und baut mir das anders hin, was richtig, richtig cool ist. Wir sehen auch die Steigung. Damit ist ein 1% da oben. Und das hier wäre doch eine ganz coole Geschichte, das so zu bauen. Das würde nämlich jetzt gehen. Und da könnte ich es theoretisch auch noch feintunen, wenn ich da Bock habe. Und könnte sagen, okay, dann versuche ich halt einfach, dass ich die möglichst lange ebenerdig fahren lasse. Da wäre es noch eine Möglichkeit. Ist dann ein bisschen ebenerdiger, bevor wir da in den Tunnel reinballern. Ja, ist in Ordnung. Da hat es einen kleinen Knick, aber es scheint nichts zu ändern an der Schnelligkeit. Also das schaut ganz gut aus. Ich gehe auf Planen oder auf Bauen in dem Fall und dann wird gebaut. Genau. So, jetzt haben wir die beiden mal miteinander connected. Jetzt wäre die Frage, ob wir gleich weitermachen können und gleich nach Eugene weiterballern können. Dazu gehen wir wieder auf den Bahnhof. Ah ja, plötzlich geht's. Sehr schön. Wir drehen das Ganze, ich glaube, sowas richtig. Wir kommen von da oben und wir wollen ja, eventuell nach Gold Beach. Scheint nämlich sogar eine größere Stadt zu sein. Zumindest haben wir hier eine 2. Das ist schon mal besser als eine 1, würde ich mal tippen. Das heißt, eventuell fahren wir dann hier gleich weiter runter. Sorry, falls euch gerade ein bisschen schlecht wird, wenn was die Dingens betrifft hier, das Herumzoomen. Aber ist leider nicht anders möglich, kann man leider nicht umstellen. Zack, wir klatschen uns da ein Gleis oder einen Bahnhof hin. Und das Gleis folgt zu Gleis. Jetzt ist nur die Frage, auf welchem Gleis wir fahren wollen. Wollen wir da gleich weiterfahren? Oder wollen wir ein anderes nehmen? Tendenziell hätte ich nämlich Bock, da einfach weiterzufahren. Gleich das 2er-Gleis zu nehmen. Und hier auch irgendwo beim 2er anzuschließen, sodass wir halt dann wirklich eine riesenschöne Strecke haben, wo wir durchfahren können. Gerade auch. Perfekt. Super toll. Das gefällt mir doch ganz gut. So, jetzt ist die Frage, wie kriegen wir hier die Loks drauf? Und wie können wir da loslegen? Es gibt übrigens auch Upgrades, also beim Bahnhof könnte ich jetzt reingehen und irgendwo war da die Möglichkeit, ein Upgrade zu fahren. Genau, in Form von einer Bibliothek, die Bedarfs. Deckung erhöht sich um 10%. Ein Museum, das macht die Stadt einfach ein bisschen attraktiver und eine Universität, das geht erst ab 100.000. Boah, das ist ein Riesenoschi, krass. Das Museum können wir auch noch nicht bauen, glaube ich, offenbar. Genau, erst bei 70.000 Einwohnern, da steht es eh. Und 50.000 haben wir auch noch lange nicht, glaube ich. Ja, genau, das wird noch eine Zeit lang dauern.
Aber das wären so die Upgrades. Man kann zum Beispiel auch ein was Essenstechnisches hinstellen. Wo war's? Bahnhof, Versorgungsturm, Wartungsposten. Irgendwo gab es noch die Möglichkeit, dann so ein Restaurant zum Beispiel noch reinzustellen. Finde ich gerade nicht. Okay, Versorgungsturm braucht man nicht. Wartungsposten wird neben einem Gleis errichtet und reduziert die Wahrscheinlichkeit für Pannen auf allen Gleisen in der Nähe. Das Gebäude erzeugt sehr hohe Kosten und sollte nur für den Schutz von verkehrsintensiven Bereichen eingesetzt werden. Na, das ist auch dann eher was für später, würde ich fast mal tippen. Ja, okay, wenn die Gleisauslastung dann gegeben ist. Gut, dann schauen wir mal in den Lokschuppen. Wir haben hier fette Alterungseffekte. Geil. Lackierungsstandard, da können wir auch noch Benutzer definieren und können irgendeine schrille Farbe raufkleistern hier. Das sieht doch geil aus, oder? Das ist doch mega. In Gelb gehalten. Okay. Die Grasshopper, genau. Was bringt uns das jetzt? Kann ich da irgendwie kaufen oder so? Oder nicht? Hupen kann ich, geil. Super, das wollte ich unbedingt. Jetzt ist nur die Frage, wie ich hier den Zug baue und aufs Gleis bringe. Eine neue Zuglinie muss ich, glaube ich, erst noch erstellen. Wir wählen den Bahnhof und den Bahnhof und er erzeugt mir eine Linie. Kann ich dann das hier auch noch wählen? Fährt er dann durch beides? Er nimmt Seattle, Portland und Eugene. Ja, das sollte eigentlich ganz gut passen. Genau, und wir können ihm jetzt sagen, was er alles draufpacken soll. Passagiere. Priorität wählen. Ja, Passagiere. Genutztes Gleis. Er soll das hier nehmen, weil das einzige angeschlossene ist. Dann hier auch Priorität auf Passagiere und hier auch. Möchtest du die Bearbeitung der Station? Nee. Ich würde das ganz gerne weg-xen. Genau, mein Postzettel ist okay, können wir machen. Fleisch jetzt nicht unbedingt. Ja, können wir auch drin lassen, weiß ich nicht, ob das jetzt einen großen Unterschied macht. Primär aber eher für Passagiere da, würde ich fast sagen. Anzahl der Waggons. Maximal 8, weiß ich nicht, vielleicht, kann sein, passt meiner Meinung nach. Einmal auf bestätigen, besondere Waggons, dann haben wir noch einen Speisewaggon etc., die sind noch nicht freigeschalten. Züge können wir auch keine dazu ballern, Beladung haben wir Express, Fracht und manuell und automatisch, da machen wir automatisch. Ich gehe auf Bestätigen. Seattle, Eugene und Portland müsste halt auch da dabei sein. Hat doch keine Züge. Wähle eine Lokomotive mit mindestens einem Zug. Ich würde gerne machen. Nehmen wir die Grasshopper. Und dann auch mal zwei Züge drauf. Die für beide Richtungen freigegeben sind und die Route bietet keine Ausweichmöglichkeiten. Wenn mehr als ein Zug auf der Route verkehrt, wird es zu Konflikten kommen. Das ist dann nicht so cool. Da müsste man eventuell dann nochmal zusätzlich ein Gleis schaffen. Das wird wieder friemelig. Das hatte ich immer bei Transport Fever schon gehasst. Ich muss hier, glaube ich, nochmal raus und muss noch einmal. Ja. Machen wir schon wieder. Und muss noch was erzeugen. Ich hoffe, das ist leichter als bei Transport Fever. Da habe ich es ein bisschen gehasst. Okay.
Also, wir lassen das einfach mal nebenher verlaufen. Nach Portalenda. Einmal hierher. Jetzt hoffe ich, der ist auch so clever und schmiegt sich an. Ja, ausgezeichnet. Clever, schön, schön, schön. I like. Er muss dann nur noch checken, dass er das Gleis wechselt, wenn er zurückfährt. Ich hoffe, das funktioniert. Und dann machen wir nochmal einen Gleisbau. Wir gehen weg von Portland, da wo wir Gleisbau. Da wo wir ankommen. Und fahren dann noch darunter nach Eugene. Einmal bestätigen, bitteschön. Er schmiegt sich an. Perfekt. Wir gehen auf Bauen. Ausgezeichnet. Okay. Also, neue Zuglinie. Wähle die Bahnhöfe, um sie miteinander zu verbinden. Wir haben auf der 1 Seattle, auf der 2 Portland, auf der 3 Eugene. Weiß nicht, ob wir gleich zurückfahren können auch. Nach Portland. Und nach Seattle. Und dann sollte das Ganze von vorne wieder starten. Wir haben eine hohe Priorität für die Geschichten hier. Für die Passagiere. Wir fahren auf Gleis 2. Das ist, wieso ist da 7? I do not understand so richtig. Aha. Okay. Anyway, wir sind auf dem Gleis 2. Da geht nur das hier. Ich glaube, es funktioniert anders, als ich gehofft hatte. Mit dem Hin und Zurück. Es scheint nämlich nicht zu klappen, dass der dann umdreht. Wahrscheinlich müssen wir ihm erst irgendwie da sagen, hey, switch doch mal, möchtest du die Bearbeitung beenden? Ja, ja. Wir müssen ihm erst sagen, dass er switchen soll von dem einen zum anderen Gleis. Dann machen wir das da doch. Das soll angeblich relativ einfach gehen. Ich markiere mal hier was und dann markiere ich hier was. Und dann sollte der die ganzen Geschichten hier logisch verschließen oder kombinieren miteinander, sodass der von A nach B rüberballert. Da geht's nicht. Ja, ja, das sieht ganz gut aus. Okay. Dann haben wir das hier. Wahrscheinlich müssen wir das einfach dann da hinten auch nochmal machen. Mindestens einmal. Probieren wir es einfach mal. So, wir hauen uns darüber. Und dann machen wir das Ganze auch nochmal in die andere Richtung. Und jetzt ist die Frage, soll ich hier das Ganze auch nochmal machen? Sicherheitshalber oder kommt dann alles komplett durcheinander und hängt sich komplett auf? Man weiß es nicht. Machen wir es vielleicht sicherheitshalber. Einmal bauen. In die andere Richtung auch nochmal bauen. Und hier auch. Ein bisschen zu nah an der Erhöhung für mich. Ausgezeichnet. So, bitteschön, funktionier. Bitte, 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 funktionier. Zuglinie Seattle, Portland, Eugene, Portland, Seattle. Priorität wählen? Nein. Und Priorität wählen, und Priorität wählen, und Priorität wählen. Das gefällt mir übrigens schon besser. Da sind schon die richtigen Gleise drinnen. Kind of. Jetzt könnte ich sagen, hier nutz 2 und nutz 7.
und Nutz 7. Dann fahr nach 6 und dann fahr nach 3. Ich bin echt gespannt, ob das funktioniert. wir gehen hier auf Bestätigen. Und dann suchen wir uns eine Lokomotive raus. Hier die Grasshopper. Und dann haben wir 2 Züge drauf. Wir machen Beladung automatisch. Und bestätigen das Ganze. Dein Zug fährt den Bahnhof von Portland nur an, um zu wenden. Dadurch verlieren deine Züge womöglich unnötig Zeit. Dies kann an der Reihenfolge der Stationen der Genuss. Moses. Mühsam. Okay, also raus und raus. 2 Züge bestätigen. Let's go. Danke. Dann fahren wir halt nur von Seattle nach Portland. Vielleicht checkt das eh und dreht automatisch um. Nur es hat da die Frage, welche Gleise dann verwendet werden. Ja. Wo ist er denn? Wo ist denn unser Zügchen? Unser kleines Zügchen. Da haben wir schon. Da tuckert er los. Hallöchen, mein Kleiner. Darf ich Pause machen und dich anschauen? Es bewegt sich alles so schnell. So, kann ich dich irgendwie inspizieren? Zug zentrieren, ja. Und da fährt er los und er hat Leute drinnen. Können wir reingucken? Können wir reinlurken und uns das anschauen? Wer da alle so mit dabei ist? Wir haben angeblich einige Passagiere. Seattle Eugene wartet auf Einsetzung. Okay, das können wir dann... Wahrscheinlich, wenn wir dann dort sind, macht es mehr Sinn, dass wir das dann machen. Und jetzt können wir zuschauen, wie die hier nichts tun auf der Dampflok. Aber richtig nice und da entlang fahren. Die Kamera macht Dinge automatisch. Aha. Ich würde trotzdem ganz gerne Dinge sehen. Okay, cool, ja. Kamera bewegen. Jetzt verlieren wir natürlich wieder den Fokus. Das gefällt mir nicht so gut. Pause ist dann mit der Leertaste. So, wenn du wieder rausfährst, würde ich ganz gerne mal ganz kurz die Pause nutzen. Wo ist er denn? Da ist er. Und dich mal so ein bisschen inspizieren. Wie gesagt, mir geht das alles ein bisschen zu schnell. Ist zu wenig filigran. Ich würde mir nämlich ganz gerne die Leute anschauen da drinnen. Ich kann zwar mitfahren, aber jetzt bin ich schon wieder draußen. Aber ich würde gerne auch wirklich drinnen mitfahren, nicht draußen mitfahren. WASDF, aha. Oh ja, irgendwie ein bisschen, so mehr oder weniger. Darf ich rein auch oder sehe ich nur die toten Gestalten hier am Fenster? Da bin ich wieder draußen. Muss ich wieder auf Mitfahren klicken, muss ich wieder hinscrollen. Mühsam. Kamera drehen. Da kann ich mich entlang der Fenster so robben. So, wie so eine Comicfigur. Nice. Schick, schick, schick. Schick, schick, schick. Schön gemacht. Muss man schon sagen. Ich würde trotzdem ganz gerne drinnen sitzen auch. Aber ja, das sind halt zu viele Wünsche auf einmal. Das Coole ist schon mal, dass ich so mitfahren kann und quasi ihnen so ein bisschen zugucken kann beim Fahren. Ein bisschen stalken kann. Das ist doch auch schon mal was. Ist doch schon mal was wert. Auch eine schöne Perspektive hier. Wo wir gleich sehen, wie der Tunnel beschaffen ist, den wir da ausgehoben haben. Da gibt es eine kleine Unebenheit.
Der guckt raus und denkt sich, ah ja, spannend. Jetzt fahren wir gleich raus. Und dann kommen wir gleich nach Portland. Eine riesige Strecke und dann soll es auch gleich die Belohnung geben dafür, dass wir zwei Städte miteinander connected haben. Ja, da hat es geschneit. Auch schön. Das finde ich auch super, wie ihnen das gelungen ist mit der Grafik. Das sieht halt einfach unfassbar geil aus. Darf nicht vergessen, gleich mal einen Cut zu machen für meine Grafikkarte. Nicht, dass die gleich wieder vor lauter Freude zerfetzt. Das wäre nicht so cool. Und da fahren wir ein in den... Ja, Dinge passieren in den Bahnhof von Portland. Prämie für neuen Anschluss 352.000. Ausgezeichnet. Und jetzt sehen wir, wie neue Leute dazukommen und andere aussteigen. Es ging ein bisschen sehr schnell. Ich hoffe, jeder hat es geschafft. Jeder hat den Anschluss bekommen. Und dann rasen wir nach Eugene. Das ist ja dann die nächste Geschichte, die wir uns anschauen wollen. Das nächste, was wir anschließen. Auch wieder so zum Teil verhangen mit Schneedecke. Oh, aha, okay. Da lagert dann die Ware offenbar. Ich würde gerne reinschauen. Darf nicht. Ich darf nur in diesen Fleischcontainer da reinschauen. Auch hübsch. Und da sehen wir nach hinten raus, sehen hinter uns noch Portland und vor uns müsste dann gleich Eugene aufploppen. Da ist ja der Weg nicht ganz so lange. Tada! Da grinst er, da freut er sich schon, wenn er gleich in Eugene ankommt. Und dann müsste theoretisch eine geile Wendung geben und er müsste dann zurückfahren. Und dann kann ich ihm auch anweisen, dass er von der anderen Seite kommen darf. Und dann gibt es sicher voll den Crash. 510.000 gibt es wieder für den Anschluss. Geil. Und ein Achievement haben wir auch. Die Damen hier, die gucken total begeistert. Sitzen am Bahnhof. Aber haben keinen Bock mitzufahren. Würde ich auch mal den ganzen Tag einfach am Bahnhof rumlungen, aber... Damals hatten wir ja nichts, da gab es halt nichts anderes. Da war es halt der heiße Shit, wenn ein Bahnhof neu gebaut wurde. Selbst wenn man keinen Bock hat mitzufahren. Guti, ich mache einen kurzen Cut und bin gleich wieder da. Passt, da sind wir wieder. Seattle Eugene wartet auf Einsetzung. Das ist der Zug. Wo kann ich ihn freigeben? Der eine fährt, er hat eine kleine Panne, was? Er hat 24 Passagiere und 24 Postzwecke aktuell mit dabei. Und der zweite, kann ich den irgendwie aktivieren? Nicht so richtig. Also das checke ich noch nicht so ganz, wie das machbar ist, dass ich einen zweiten da drauf packe. Ich war der Meinung, ich habe das jetzt richtig gemacht, indem ich gesagt habe, hier, du kannst ausweichen. Ne? Und dann passieren einfach Dinge und ich habe keine Ahnung, wie ich es ändern kann. Das ist eine kleine Panne. Da steht er, weiß nicht richtig, was er tun soll. Dann könnten wir ihm doch da mal was hinbauen. Und ich hoffe, der macht das von selber, der regelt von selber diese kleine Panne. Ich hau mal einen Wartungsposten hin, der auch so ein bisschen in Richtung Portland abdeckt.
Du bist auf welcher? Du bist auf der Seite. Ja, dann packe ich dir hier den Wartungsturm hin. So nett bin ich. Da irgendwie so, weil dann ist Portland auch quasi mit dabei. Wartungsposten erzeugt sehr hohe Kosten. Ja, passt. Aber trotzdem. Da bin ich mal gespannt, ob der von selber wieder weiterfährt. Oder nicht. Und auf was er jetzt genau wartet. Okay. Hat die Panne offenbar behoben und tuckert wieder fröhlich weiter. Das auch so schön hier. Einfach nur mal zugucken und beobachten, wie er da entlang tuckert. Richtig, richtig schön. Da ist der Wartungsposten. Ein kleines Häuschen. Mal schauen, ob der auch stehen bleibt und sich warten lässt. Nee. Okay, das ist offenbar wie diese tollen Skiwachten bei dem einen Ski... Snowtopia, genau, so hieß das. Die einfach nur da sind, gefühlt. Schick, 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 schick. Da fährt er wieder in diese schneeverhangene Bucht hier rein. Boah, einfach nur fett. Da drüben haben wir übrigens den Konkurrenten, der ist in Penskala zu Hause. Hat auch schon eine kleine Strecke gebaut mit Versorgungsturm. Der tuckert da schon entlang. Ah, der hat auch schon ein bisschen was mit am Start. Und der hat das irgendwie geschafft, hier zweigleisig zu fahren. Weiß nicht, ob er auch zwei im Einsatz hat. Er lässt uns ja nicht reinschauen, der Drecksack, weil er da so einen riesen Tunnel gebaut hat. Und dann haben wir noch einen zweiten in Nuevo Laredo. Der hat hier seine Base. Ist sicher auch lustig im Koop, wenn man das dann gemeinsam spielen kann und dann ja, gemeinsam entweder, ich weiß nicht, ob man dann an einer Stadt plant, aber wahrscheinlich ist man dann einfach quasi Konkurrenz, kann aber trotzdem irgendwie im Koop spielen, vielleicht handeln oder so miteinander, könnte dann durchaus sein. Okay, gut, dann haben wir das mal gemacht. Mehr recht als schlecht. Der zweite wartet ja noch auf Einsatz. Notfalls löscht man halt mal. Die Zuglinie besteht aus zwei Zügen. Möchtest du nur diesen Zug oder die gesamte Zuglinie entfernen? Pro Zug wird der so und so viel gut geschrieben. Wir wollen nur den Zug entfernen. Genau. Passt. Dann haben wir den nicht mehr rumschimmeln hier. Kriegen noch ein bisschen Geld dafür. Ja, ist fein. Kleiner Nachteil hat jetzt, es ist eine ziemlich lange Strecke, das heißt, die brauchen ziemlich lang, bis sie wieder zurück sind. Aber ich habe gerade keinen Bock auf die Gleise und dieses mühsame Gleis verlegen. Okay, wir haben eine Farm hier, da gibt es aber keinen Anschluss, keine Belohnung. Hier schon. Das wäre eine Idee. Auf der einen Seite gibt es hier nicht mal einen Bonus fürs Anschließen und auf der anderen Seite ist das im Nirgendwo. So viel Spaß, dorthin zu fahren. Das ist gar nicht so einfach, glaube ich. Seattle. Okay, was wissen wir? Wir wissen, dass Seattle 22.000 Einwohner hat. Wir haben eine Bedarfsdeckung, die ganz gut erfüllt ist. Zugnutzung, eigentlich sollte da ein bisschen was dabei stehen in Prozenten. Warten auf Transport, doch einiges. Exportlager und Produktion. Sehe ich jetzt, was die haben wollen? Sehe ich jetzt, ob die besonders geil auf Zucker sind oder ob die vielleicht eher was anderes haben wollen? Das kann ich ja noch nicht kaufen. Fleischindustrie bringt mir nichts, weil ich habe ja schon eine Fleischindustrie da drinnen. Ne?
Irgendwo habe ich schon eine drinnen. Dann lohnt sich wahrscheinlich keine zweite. Und ich kann es auch gar nicht bauen, interessanterweise. Verstehe gerade nicht, wo das Problem da sein soll. In dieser Stadt kann derzeit keine weitere Industrie angesiedelt werden. Ah, okay, da unten links sehen wir das. Okay. was haben wir in Portland? Haben wir da auch schon eine Fleischindustrie? Ja. Gehört mir die? Im Privatbesitz. Gebäude kaufen. Möchtest du eine Auktion starten, um das um die Industrie zu erwerben? Ja, ja, möchte ich. Auktion ist beendet. Perfekt. Super, Dankeschön. Hat kein anderer Bock darauf, deswegen gehört es mir. Gut, dann ist das mal in unserer Hand. Jetzt müssen wir das andere vielleicht hier auch noch kaufen, die Fleischindustrie. Ja, jetzt wäre es natürlich praktisch, wenn wir das kriegen würden. Immerhin sind wir da ja zu Hause. Das hat funktioniert. Gut, gut, gut. Das heißt, wir haben hier Fleisch, wir haben hier Fleisch und wir haben auch in Eugene Fleisch. Ernsthaft. Die Nachfrage für die importierte Ware Fleisch wurde reduziert, da sie den maximalen Lagerbestand erreicht hat. Ihr habt hier ja auch Fleisch. Ja, ich weiß nicht, ob ich euch die jetzt auch noch kaufen soll, ob ihr wirklich drei Industrien braucht. Ist die Frage. Also hier gibt es zwei. Oh, das ist fett. 280 gibt es dafür den Anschluss. Da haben wir nur 112. Perryhof. Da gibt es nichts. Okay. Da haben wir Mais und das war Getreide. Und es gibt einen Bonus für das Anschließen. Ne? Dann. Not so bad. Dann wird man vielleicht das hier noch anschließen. Dann hätte man nämlich auch eine Farmlinie. Dann würdet ihr das auch mal sehen. Ich schaue trotzdem noch mal, was wir noch hätten. Wir hätten noch Spokane als Stadt zum Anschließen. 405 wird es dafür geben, das anzuschließen. Ist allerdings ein bisschen weit weg aus aktueller Sicht. Lohnt sich deswegen nicht so richtig geil. Da müsste man nach Baker und Spokane dann auch fahren. Wäre eine Option, nach Seattle zum Beispiel zu fahren, um Spokane anzubinden und dann von Spokane nach Baker City zum Beispiel, dass man da irgendwie so den Anschluss schaffen und dann das hier auch noch anschließen. Aber so mega viel Geld haben wir jetzt auch nicht mehr. Da haben wir schon ordentlich was rausgeballert. Weiß nicht, ob das jetzt so die beste Idee wäre. Und ich glaube, das ist relativ teuer hier anzuschließen nach Spokane. Weiß auch nicht, ob ich mehrere Bahnhöfe machen darf. Weil der ist halt jetzt ziemlich nach unten fokussiert. Dürfte ich jetzt einfach noch einen zweiten Bahnhof hierher bauen? Müsste ich ja gleich mal austesten, ob das geht. Gebäudebau, Bahnhof. Okay, da drüben wird schon gehen. Da wäre noch eine Möglichkeit, aber ja genau, wenn, dann müsste ich ja darüber fahren in diese Richtung. Das ist dann schon nicht mehr ganz so easy machbar. Oh,
Oder ich fahre halt irgendwie rüber. Weiß nicht, wie mir das gelingt. Baker City, Portland und dann darüber nach Spokane abbiegen. Aber wahrscheinlich sind die Höhenlinien ziemlich übel. Ja, macht jetzt nicht so viel Sinn. Spokane ist vielleicht erstmal eine Geschichte für die Zukunft. Na gut, dann machen wir das mal, dann binden wir. Wir haben uns das mal angeschaut, so grob, wie das funktioniert mit den Passagieren. Dann machen wir noch einen neuen Bahnhof und kümmern uns auch noch um Güter. Das ist sehr schön gemacht, dass wir gleich hier sehen, alles klar. Wir können den Bahnhof zum Beispiel auch hierher platzieren. Das ist auch noch vollkommen ausreichend und er wird angeschlossen. Wenn man daher platzieren, dann nicht, dann wissen die nicht mehr, was sie da aufladen sollen. Also das ist eine schöne Sache. Können dann natürlich überlegen, ob wir gleich beides anschließen wollen, sprich, ob wir die Güter auch gleich nach Portland liefern wollen oder ob uns da Seattle ausreicht. Das heißt, ich muss den Bahnhof wieder so ein bisschen drehen. Ich werde ihn so eher in die Richtung von Seattle drehen. Von Portland drehen und so ein bisschen darüber, sodass wir auch noch genug Zeit haben, um quasi dann rüber zu fahren. Und wenn, ich weiß nicht, ob es egal ist, in welche Richtung wir das Ganze drehen, ob der, dieser, wie heißt das, die Bordsteinkante quasi, ob die in Richtung Stadt sein soll oder nicht. Gut, ja, machen wir das so. Bauen wir mal da etwas hin. Natürlich müssten wir auch noch die Auktion gewinnen, sonst macht das alles gar keinen Sinn. Das heißt, die White Farm würde ich gerne mal haben. Wir bieten 197. Kein anderer bietet mit. Dankeschön. Gehört uns. Check. Und dann müssen wir noch einen Gleisbau arrangieren. Da nehmen wir von mir aus gleich, ich weiß nicht, warum das eine Gleis gelb ist, so dunkelgelb, aber ist mir jetzt mal Latte, ich nehme das mal. Und wir fahren hierher auf das freie Gleis nach Seattle, einmal bauen, bitteschön. Oh, 56.000 haben wir nur mehr. Okay, haben wir uns vielleicht ein bisschen zu verausgabt. Kann das sein? Kann man fast nicht vorstellen. Das heißt, wir müssen erst auf die Anschlussprämie hoffen und müssen erstmal noch gucken, dass wir überhaupt etwas ins Laufen kriegen. Bahntechnisch. Eine neue Zuglinie bitte. Und zwar vom White Bahnhof nach Seattle. Einmal bestätigen. Eine Lok. Genau, da nehmen wir die Grasshopper. Wir nehmen einen Zug. Reicht vollkommen aus. Und wir beladen ihn mit Mais. Fleisch, also ich will nichts draufladen, ich will eigentlich nur abladen in dem Fall. Ich hoffe, der checkt das und liefert dann nicht irgendwie Passagiere an, die dann da rumstehen und sie denken, ja und jetzt? Jetzt stehen wir da auf der Farm und wissen nicht weiter. Das wäre nicht ganz so geil. Einmal bestätigen und kaufen. Die Route deiner Zuglinie verläuft auf Gleisen, die für beide Richtungen freigegeben sind. Und die Route bietet keine Ausweichmöglichkeiten. Ja, ja, ja. Wir haben ja auch deswegen nur den einen Zug. Alles chillig, alles easy. Genau. Wir wollen uns dann die Anschlussprämie gönnen und können dann auch noch nach Portland dieselbe Geschichte machen. So, wo fährst du los? Da fährt er los, ja? Brav. Der baut auch schon dazu, also unser Betrieb hier, den wir uns gegönnt haben, der leistet schon fleißig, der produziert schon ordentlich und das Ganze wird dann in Kürze hier nach hinten geliefert werden. Das sieht doch mal nice aus.
im Hintergrund die schönen Berge und dann da hinten müsste dann Alaska irgendwo sein. Schick, schick, schick. Einmal beschleunigen, da fährt er los. Unser Güterzug. Wenn er ankommt, gibt's die fette Prämie. Geil, geil, geil. Boah, ja, der ist richtig mega voll beladen. I like. Kann ich irgendwie draufklicken, um mir das anzeigen zu lassen? Ja, doch. Mais für Seattle. Check. Einmal mitfahren. Oh ja, über die Brücke. Die war sicher auch teuer. Da hätte ich vielleicht noch ein bisschen feintunen können. Könnte ich mir vorstellen. Die ist wahrscheinlich nicht allzu günstig gewesen. Eieiei. Kamera bewegen. Genau, wir bewegen die da entlang. Können leider nicht reingucken in die tollen Maiscontainer hier von VLTR. Aber können zumindest mitfahren. Und gleich gibt's tolles Mais für unsere City. Was es offenbar nicht gibt, zumindest habe ich es noch nicht entdeckt, sind dann so weiterführende Produktionen. Das heißt, sowas wie Mais und danach wird dann mit dem Getreide wird dann Brot gebacken zum Beispiel. Solche Sachen. Also offenbar ist es okay für die Stadt einfach das Getreide herumzuliefern oder in dem Fall dann den Mais und nichts quasi weiterzumachen mit den Produkten. So, wo ist er denn? Komm da schon an. In Seattle, da hinten dampft er entlang. Er nähert sich. Da ist er. Das ist halt so cool, dieses Rein- und Rauszoomen. So eine schöne Grafik. Richtig, richtig schön. Oh je, da habe ich gleich einen Greenscreen. Ich merke schon, ich darf die Grafik nicht mehr loben. Also ja, ganz nett, ne? Nichts Besonderes. Gut, der Güterzug ist gerade hier hinten. Der kommt gerade immer näher. Und der Passagierzug ist gerade angekommen. Hat uns hier 5000 gebracht. Aber wir sind gerade mit 5000 im Minus. Das heißt, wir können jetzt gerade sehr dringend brauchen, wenn hier gleich der Mais ankommt. Mal schauen, wie viel Geld uns das einbringt. Und außerdem gibt es ja nochmal einen Bonus für den Anschluss. 280.000. Jetzt hat uns das alles verraucht. Das heißt, ich habe nicht gesehen, wie viel uns das an sich so an Kohle gebracht hat. Aber ich denke mal so um die 10.000 on top. Boah, nicht so schlecht. 16.000, ja, nice. Schön, schön. Das war doch mal ein lukratives Sümmchen. Das können wir doch gleich nochmal machen. Diesmal mit Portland. Wir haben den ja schon entsprechend geplant. Das heißt, wir gehen einfach auf den Gleisbau. Diesmal nehmen wir aber ein anderes Gleis und ballern damit hier nach Portland zum freien Platz. Kriegt sogar den perfekten Speed hin. Cool, das wäre in Transport Fever nicht machbar gewesen. Das wäre viel zu krass gewesen von der Kurve her. Nice, wir gehen auf Planen. Dann gehen wir wieder auf eine neue Zuglinie. Sagen bitte vom White Bahnhof nach Portland. Wir wählen die Grasshopper-Züge, nehmen wir eins, das passt, dass er Mais draufballert und dann gehen wir auf Bestätigen, exakt. Und dann kriegen wir da auch noch ein bisschen Kohle, dadurch, dass wir hier ordentlich Geschichten servieren, ordentlich was anliefern. White Bahnhof nach Portland und nach Seattle. Genau.
So. Das gefällt mir doch ganz gut. Wir können natürlich auch umbenennen und ich könnte jetzt sagen, das ist die Mais. Maislinie. Mir fällt gerade nichts Originelles ein. Ich wollte irgendwas Lustiges machen, aber machen wir. Ist die Maislinie. Maisi. Und der ballert dann vom zweiten Gleis runter nach Portland. Da ist er schon unterwegs. Nicer. Gut, liebe Leute, das soll es jetzt, glaube ich, gewesen sein. Der fährt leer zurück. Das ist auch super, dass er keine Passagiere mitnimmt. Dann hat das schon mal funktioniert. Ich sag's jetzt noch einmal, aber es sieht halt wirklich atemberaubend cool aus. I'm loving it, ey. Das sieht so nice aus. Ich finde das voll cool. So ein schönes Spiel. Richtig, richtig cool. Da kann ich mir echt vorstellen. Ich kann mir was vorspielen auch. Ich kann mir vorstellen, das weiterzuspielen. Da hätte ich schon irgendwie Bock drauf. Und jetzt seid natürlich ihr gefragt. Call to Action muss natürlich auch sein im Video. Habt ihr Bock, dass ich das ganze Spiel weiterspiele? Wollt ihr einen weiteren Durchlauf sehen, wenn wir Seattle zu Ruhm und Ehre verhelfen oder irgendeiner anderen Stadt? Sehen wir übrigens auch den Warenbestand und sehen hier auch, dass wir Mais am Anliefern sind. Also ganz schön cool. Genau, also schreibt uns das oder mir gerne in die Kommentare, ob ihr da was sehen wollt. Und gleichzeitig natürlich auch mal gucken, ob meine obligatorischen Together-Partner Bock haben darauf, ob da vielleicht etwas zustande kommt, weil im Koop wäre das Ganze sicher noch ein bisschen lustiger. Muss jetzt nicht sein bis in die Neuzeit, sondern vielleicht, dass man sagt, okay, man schaut einfach mal, wie lange man Bock hat, macht da ein paar Parts. Dazu müsste aber halt der Co-Partner dann das Spiel halt auch haben. Vollpreis ist halt eine Investition gerade. Aber derweil gefällt es mir ganz gut. Das mit dem Gleisbauen checke ich noch nicht. Also dass man das Gleisbauen funktioniert super, aber die Weichen checke ich nicht. Das war aber was bei Transport Fever, das fand ich auch ein bisschen mühsam. Ich finde es trotzdem angenehm, dass man hier diese Möglichkeiten hat, hier rüber zu switchen. Nur check ich es halt einfach noch zu wenig, wie man da dann zwei Züge parallel funktionieren lassen kann. Das wäre nämlich auf jeden Fall sinnvoll, gerade für diese lange Strecke, wo wir da die drei Ortschaften angeschlossen haben, weil der ist halt ewig lang unterwegs, der Passagierzug, und ist dementsprechend wahrscheinlich nicht ganz so rentabel im Moment, weil er halt so einen riesen Weg vor sich hat. Genau. Dann kommen wir zur Benotung. Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich dem ganzen Ding eine 8 geben. Quartalsbericht geöffnet werden. Ja, interessant. Okay, dankeschön. Ja, würde ich ihm eine 8 geben. Ich mache mich mal ganz kurz größer. Gehe hier auf Weiterspielen. Genau. Hallo Mama. Und dann seid ihr gefragt, welche Benotung gibt ihr dem Spiel auf einer Skala von 1 bis 10 und wollt ihr da mehr sehen? Natürlich, wie vorher erwähnt, entweder die Frage, ich mache es als Solo-Projekt und gucke mir da mal ein paar Parts an, oder ich finde einen Koop-Partner, der sich da mit mir reinschmeißt, und dann schauen wir mal, wie das in dem Koop funktioniert, ob man dann zwei Eisenbahnunternehmen startet und quasi als Konkurrent agiert, oder inwiefern man da zusammenarbeiten kann, wäre vielleicht ganz interessant. Ja, warum die negativen Rezensionen zustande kommen oder warum es bei nur 68% ist, bei so einem tollen Titel, schwer zu sagen. Ich habe jetzt noch nicht reingeschaut in die Rezensionen. Vielleicht der Vollpreis, der ein paar abschreckt. Da kann ich jetzt aber nur mutmaßen. Das Spiel ist mir nicht abgestürzt. Es gab halt den Grafikkarten-Fail, aber das kann ich dem Spiel nicht anlasten. Das liegt einfach an der wunderbaren AMD-Grafikkarte.
Gut, das soll es gewesen sein. Ich bin raus. Sage euch vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mir super Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal zu Railway Empire 2 oder zu einem anderen Weiterspielen, dem Format, in dem ich euch wieder vorstelle und euch und mich frage, ob ich diese weiterspielen soll. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.